China-Aktien sind stark gefallen. Ist das jetzt für uns die große Chance? Das ist sehr umstritten. Es gibt auf der einen Seite Leute wie den Großinvestor George Soros, die sagen, wer jetzt in China investiert, der wird noch sein blaues Wunder erleben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Anleger wie Charlie Munger zum Beispiel, der langjährige Partner von Warren Buffett. Der hat sich jetzt für 37 Millionen Dollar Alibaba-Aktien gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken. Wer hat da recht? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Politische Börsen haben kurze Beine. Eine von diesen viel zitierten Weisheiten, die keiner mehr hören kann. Es ist natürlich immer die Frage, was versteht man unter kurzen Beinen? Aber Tatsache ist eben auch kurze Beine können harte, empfindliche, schmerzhafte Tritte austeilen. Was auch jeder weiß, zumindest jeder, der in einer Beziehung lebt und der in einer fröhlichen Runde schon mal Dinge gesagt hat, die er vielleicht nicht hätte sagen sollen. Und gerade in den Emerging Markets auch, da sind die Börsen ja oft von politischen Entwicklungen stark geprägt und da sind eben die Beine auch von diesen Börsen manchmal entsprechend lang. Mein letztes Video ist ein gutes Beispiel dafür. Es ging da viel um politische Risiken und dementsprechend war dann auch das Echo. Hier zum Beispiel vom Zuschauer Peter Jaitschko. Also Petrobras-Aktienverkäufer wirst du keiner mehr. Allein die politischen Risiken, die aufgezählt wurden, sind ein No-Go in meinen Augen. Man sieht schon, anscheinend habe ich die Petrobras-Aktie in dem Video wirklich nicht besonders gut verkauft und dementsprechend wird wahrscheinlich auch die Provisionsabrechnung, die ich denen stelle, demnächst relativ mager ausfallen. Aber klar, ich meine, was soll ich Ihnen da auch die Story vom Pferd erzählen? Also das politische Risiko, das gehört bei Petrobras zur Wahrheit einfach mit dazu. Und dass man so eine Aktie von so einem Ölgiganten mit einem KGV kriegt von unter 5, sowas hat natürlich auch immer seinen Hintergrund. Oder hier noch ein Feedback, Waldemar Brauer. Brasilien ist für mich kaum investierbar und das sage ich, während ich zugleich zufrieden Gazprom halte. Und nahezu jede chinesische Dividendenaktie wäre mir lieber und auch zu Sinopec hätte ich gern etwas mehr gehört. Bei allem Sinn für Ironie, das ist ein klarer Standpunkt, in dem der Zuschauer uns nämlich sagt, ich gehe durchaus politische Risiken ein. Aber eben nicht alle. Gazprom ist okay, chinesische Dividendenaktien sind auch noch okay in vielen Fällen, aber eben nicht Brasilien. Und daran kann man auch sehen, wie unterschiedlich man sowas eben auch bewerten kann. Denn der breite Markt, der sieht es zum Teil ja anders. Also Russland, klar, da sieht man momentan fast gar kein politisches Risiko mehr. Brasilien hat eins, aber das geht noch halbwegs. Aber wenn es einen Markt gibt, wo das politische Risiko zurzeit anscheinend völlig untragbar ist, dann ist es zurzeit China. China, das Schrecken der Anleger, China, die große Enttäuschung, das Land, von dem man jetzt am besten die Finger lässt. Und es war ja auch hart die letzten Monate. Das ist der Hang Seng China Enterprises Index, der ein Jahreschart. Wir sehen schon, seit Februar geht es steil bergab und das ja auch in einem klaren Gegensatz zu fast allen anderen großen Indizes weltweit. Oder wenn Sie es noch ein bisschen längerfristiger haben wollen, hier haben wir den 5-Jahres-Chart und auch da sieht man ja das ganze Ausmaß. Also das mehrjährige Hoch bei dem Index, das war fast bei 14.000 Punkten und inzwischen sind wir aber bei unter 9.000. In den letzten Wochen ging es wieder leicht nach oben, aber das Tief jetzt Anfang Januar, da waren wir wirklich nochmal unter dem Tief nach dem Corona-Schock Anfang 2020. Was dann ja auch heißt, diese schnelle Erholung von der Corona-Krise in China und der positive Effekt, den das auch erstmal gehabt hat, der ist für die Anleger jetzt komplett wieder ausgelöscht und sie haben davon null profitiert.
Und es kommt auch nicht von ungefähr, weil es hat böse Überraschungen gegeben. Wir haben das große Delisting-Thema gehabt, was jetzt aber natürlich nur Aktien betrifft, die in den USA auch gelistet sind. Dann wir haben geopolitische Spannungen natürlich, also speziell das Verhältnis zum USA. Das hat sich nicht gebessert, wie viele gehofft haben, sondern das ist gleichbleibend schlecht. Dann haben wir Pandemie-Rückschläge gehabt in China. Jetzt haben wir die Krise auch von China Evergrande und dementsprechend eine sehr, sehr schwierige Lage im chinesischen Immobiliensektor auch. Und der ist ja einer der großen Wachstumstreiber gewesen bis jetzt. Siehe mein Video vom 27. September. Und außerdem haben wir jetzt auch noch eine große Stromkrise in Teilen des Landes mit Rationierungen und mit großen Produktionsausfällen. Alles böse Überraschungen, mit denen keiner gerechnet hat und alles Dinge, die jetzt auch wirklich Wachstum kosten werden. Das heißt, diese super Wachstumsraten, die wir von China gewohnt sind, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so haben erstmal. Aber das größte Problem und die schlimmste von allen Überraschungen, das war das harte Vorgehen und die harten Regularien der chinesischen Regierung gegen viele Branchen und viele einzelne börsennotierte Unternehmen. Der Internetsektor speziell, die Antimonopolvorschriften, die Fintechs, die Online-Kreditvermittlung da auch, dann Gaming, dann der Bildungssektor, den es extrem hart getroffen hat und auch Lieferdienste und solche Dinge. Mit Alibaba ging es los und mit dem Börsengang der Ant Group und dann kam es wirklich Schlag auf Schlag in immer mehr Bereichen. Damit hat keiner gerechnet so und ich muss sagen, mich hat es auch wirklich überrascht. Also in dem Ausmaß habe ich das auch nicht kommen sehen, das gebe ich ganz offen zu. Was jetzt diese ganzen Strafen und Regularien vor allem im Technologiesektor im Einzelnen betrifft, die meisten haben dann inzwischen längst den Überblick verloren. Und darum gibt es eben auch von uns morgen dazu einen Zukunftsmärkte-Report, speziell zu dem Thema, wo wir nochmal aufdröseln jetzt, was ist in den einzelnen Sektoren los, was ist da eigentlich der Stand der Dinge, wo stehen wir da jetzt? Und die Reports von uns, die sind gratis, darum, wenn Sie sie noch nicht kriegen, jetzt noch schnell eintragen auf www.zukunfts-märkte.de, weil morgen geht dieser Report raus und wer jetzt chinesische Technologieaktien kaufen will und die sozusagen eben billig abgreifen will, der muss schon auch wissen, was da im Einzelnen in den Sektoren los ist. Und der Link für die Reports, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Man kann schon im Nachhinein sagen, so die eine oder andere von diesen Regulierungen, die war vielleicht auch berechtigt, weil viele Bereiche, die waren bis jetzt ja nur wenig reguliert, es hat da Wildwuchs gegeben, es hat da Exzesse gegeben. Das Problem ist aber, dass das Ganze sehr plötzlich gekommen ist, es ist willkürlich rübergekommen und es wird auch begleitet von einer Kampagne der Partei, die einen jetzt auch nicht so beruhigt, weil es geht da jetzt wieder sehr stark um die gesellschaftlichen Ziele. Es wird betont natürlich die allgemeine Wohlfahrt und diese berühmte moderat wohlhabende Gesellschaft. Das Ganze aber eben auch verbunden mit einer scharfen Kritik gegen das Verhalten von Konzernen und gegen Exzesse da und auch gegen exzessiven Reichtum und solche Dinge. Da kann man sich jetzt schon fragen, was ist bloß aus dem guten alten chinesischen Kapitalismus geworden? Antikapitalistische Töne plötzlich in einer Schärfe wieder fast schon so wie bei uns. Aber ist klar, was da gerade passiert, das sehen viele Beobachter jetzt als einen Einschnitt, eine Zeitenwende und manche glauben sogar, das ist jetzt in China das Ende des Kapitalismus, die Abkehr von der Marktwirtschaft wieder und eine Rückbesinnung auf den Sozialismus. Und dementsprechend gibt es eben auch viele, die jetzt warnen und die sagen, diese politische Wende und das noch verbunden mit der politischen Willkür, die wir auch gesehen haben, das macht chinesische Aktien jetzt uninvestierbar.
So wie zum Beispiel George Soros, eingangs erwähnt, auch der Großinvestor, der spricht sich ganz klar gegen China aus momentan. Er hat auch BlackRock dafür interessiert, dass die jetzt stärker in China investieren wollen. Das stütze das chinesische Regime und schade den Sicherheitsinteressen der USA. Und außerdem werden die, die in China investieren, sinngemäß ein böses Erwachen noch erleben. Aber muss es zwingend so sein? Das Sentiment ist rattenschlecht natürlich, das ist schon mal klar. Und das politische Risiko wird jetzt gesehen in den düstersten Farben. Es war ja nicht immer so. Also ich erinnere mal an letztes Jahr zum Beispiel, da wo die ganzen China-Technologieaktien durch die Decke gegangen sind, da gab es allein hier auf YouTube Jahrhunderte, die nichts gemacht haben als den ganzen Tag Alibaba, NIO, Xiaomi, neues Allzeithoch, geht die Rallye weiter. Politische Risiken? Wie denn? Was denn? China ist todesgeil. Nur, jetzt haben wir auch mal gesehen, wie das auch laufen kann, dass die Partei dann nämlich Dinge durchsetzt ohne jede Rücksicht auf Verluste und dass sie das auch nicht unbedingt vorher ankündigt und dass sie sich natürlich da auch keiner Kritik aussetzt. Also Xi Jinping, der sitzt jetzt nicht bei Lanz und bei Maischberger und hört sich da an, was die Kritiker dazu sagen. Denn China ist ein autoritäres System und das ist nicht gut und manchmal ist es sogar für Anleger nicht gut. Und jetzt die erschreckende Wahrheit aber für viele YouTube-Kollegen. China ist nicht erst autoritär, seitdem die chinesischen Aktien fallen, sondern China ist das schon immer. Und wir wissen doch auch alle, dass die Regierung da ja auch schon immer eingegriffen hat in die Wirtschaft und in die Unternehmen. Denken Sie an die Macht der Staatskonzerne, denken Sie an die Parteigenossen in den Firmen, ja auch immer mehr in den Privatfirmen und denken Sie ja auch an die ganzen Marktbarrieren, die es gab und die es immer noch gibt. Und denken Sie auch an die Zensur, die es auch schon immer gegeben hat und an die Eingriffe zum Beispiel im Immobiliensektor, die wir auch schon seit ein paar Jahren haben. Das wissen wir doch. Und insgeheim. Und das ist ja auch der große Witz. Insgeheim waren viele doch auch der Meinung, das ist doch auch die große Stärke von China vielleicht. Das ist doch vielleicht auch der eigentliche Grund für diesen Aufstieg und dieses Wahnsinnswachstum. Dass man da eben nicht denkt von Quartalsbericht zu Quartalsbericht, sondern dass man da in Jahrzehnten denkt. Und dass man auch das, was anliegt, einfach beschließt und durchzieht, ohne große Debatten. Das hat man nicht so gesagt, aber das war doch jahrelang unser großes Thema. In 1000 Artikeln, so wie hier im Spiegeltitel zum Beispiel Anfang Januar, habe ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt hier, diese große unausgesprochene Frage, ist uns China und ist uns dieses System am Ende vielleicht sogar haushoch überlegen? Und das sind die beiden Pole unserer Hysterie. Vor einem Jahr hieß es noch, China ist tausendmal stärker als wir und macht uns alle platt. Und heute heißt es, China macht sich selber platt und uns als China-Anleger gleich mit. Und ich weiß jetzt zwar natürlich auch nicht, was die Zukunft wirklich bringt, aber ich vermute doch mal schwer, am Ende ist beides falsch und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es sind Dinge passiert in China, die nicht schön waren für Anleger, weiß Gott nicht. Aber auf der anderen Seite, chinesische Aktien sind jetzt sehr günstig. Der Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel, der hat jetzt ein KGV nur noch von leicht über 8 und er wird gehandelt zum Buchwert, ein Blue Chip Index zum Buchwert. Und auch wenn diese China-Story jetzt Risse bekommen hat in den Augen von vielen Anlegern, es gibt immer noch viele Aspekte, die noch intakt sind. China ist immer noch eine riesige Volkswirtschaft, es ist immer noch ein Binnenmarkt mit 1,4 Milliarden Menschen, es ist immer noch ein Land, in dem unglaublich viel Kapital da ist und in dem unglaublich viel investiert wird in Bildung und in Hochtechnologie. Und es gibt immer noch tausende von börsennotierten Unternehmen, in die man investieren kann. Und viele davon sind auch immer noch hervorragend. Und dadurch, dass das gesamte Marktsentiment jetzt so schlecht ist, dadurch sind viele von denen jetzt eben auch stark unterbewertet.
Und was die staatlichen Eingriffe jetzt betrifft, die werden ihre Privatwirtschaft nicht zerschießen jetzt. Aber natürlich ist es unkalkulierbar, natürlich ist die Angst jetzt groß. Es gibt aber viele Sektoren, die das nicht großartig betreffen wird am Ende. Oder aber es betrifft sie doch, aber die Aktien sind da schon so billig, dass es auch schon fast egal ist. Das sind die Bereiche und das sind die Einzelaktien, die man jetzt rausselektieren muss. Und das ist genau das, was am Markt auch gerade passiert. Und das ist wirklich spannend, meiner Meinung nach. Summa summarum, stark gefallene China-Aktien, ist das jetzt die große Chance? Ich würde sagen, man muss schon wissen, was man tut, weil die Risiken sind natürlich da. Der Markt ist jetzt eher spekulativ. Man muss auch umsichtig sein, jetzt nicht volle Kanne rein mit allem Geld, was man hat. Und ich glaube auch, es ist jetzt erstmal auch eher ein Markt für Stockpicker, weil, wie gesagt, das Sentiment ist natürlich schlecht und wann und ob sich das wieder ändert, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, beim besten Willen nicht. Aber dennoch, unterm Strich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das für Anleger jetzt eine Chance ist, weil die Stimmung ist zu negativ, die Bewertungen sind zu niedrig und aber vor allem auch die guten Unternehmen, die schon immer gut waren, die sind alle immer noch da und die sind jetzt auch relativ günstig bewertet. Und jetzt ganz kurz nochmal zum Sentiment. Man kann das in China, was da gerade passiert, auch anders sehen. Das ist der Shanghai A-Share Index von der Börse Shanghai. Da handeln hauptsächlich die chinesischen Inlandsanleger. Das ist der 2-Jahres-Chart. Und was sehen wir da? Die haben mit der Situation im Moment überhaupt kein Problem. Anders als in Hongkong, wo ja eher die internationalen Anleger aktiv sind. Aber in Shanghai, da ist wirklich alles in Butter. Und darum haben wir auch beim AH Premium Index, erfasst den durchschnittlichen Aufschlag von Shanghai-Aktien gegenüber Hongkong-Aktien. Da sind wir fast wieder auf einem 5-Jahres-Hoch. In Shanghai sind natürlich die Aktien fast immer teurer als in Hongkong, aber der durchschnittliche Kursaufschlag liegt jetzt wieder bei 45% auf die jeweils identischen Aktien von den gleichen Unternehmen, wohlgemerkt. Eine von beiden Börsen hat also offensichtlich Unrecht, könnte man jetzt sagen. Oder aber man kann auch sagen, naja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden sich die in Zukunft wieder annähern, so wie sie es meistens getan haben in der Vergangenheit. Oder aber man sagt einfach nur, naja, da sieht man es mal wieder, das Ganze liegt eben einfach im Auge des Betrachters. Und die ganze Argumentiererei und die ganze Einschätzerei, vielleicht wird die ja auch am Ende ein bisschen überschätzt. Das sage ich jetzt aber nur, weil wir unter uns sind, weil wenn jetzt einer von meinen Kollegen da wäre und das gehört hätte, dann hätte er mir gleich wieder seinen Fuß ans Schienbein gedroschen. Ist eine harte Branche, ich kann es Ihnen sagen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, vergessen Sie nicht den Zukunftsmärkte-Report, der morgen rausgeht, Stand der Dinge zu den Regularien im chinesischen Tech-Sektor, www.zukunfts-märkte.de. Bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.